Jo, willkommen zu einem ja eher kleinen Infovideo ja, zum Thema Goldwasch. Ja, warum kam es letzten Freitag nicht? Folgendes Problem. Ich habe es schlichtweg vergessen. Tut mir leid. Zu dem, warum das jetzt diesen Freitag nur ein Infovideo kommt, ist folgendes. Ich bin einfach nicht zum Runterladen des neuen Updates gekommen. Fragt mich nicht warum, aber wie gesagt, also Schule, hab auch nach der Schule noch was zu tun, außer jetzt hier, keine Ahnung, sonst was zu machen. Und ich muss ja auch hochladen, andere Projekte hochladen. Dann muss ich manchmal, ihr seht's, ich habe auch andere Spiele in der Warteliste, noch anderes Zeug runterladen. Wenn ich irgendwas online zocken will, dann macht sich runterladen irgendwie schlecht. Aber es liegt nicht nur daran, weil es ein 2,5 GB Update ist, sondern folgendes. Es scheint sich ja eher stecken zu bleiben, habe ich so das Gefühl. Also das Spiel Goldwasch an sich bleibt in seiner Entwicklung irgendwie hängen. Und zwar folgendes: Letztens ist ja im letzten Update der Dump Truck dazu gekommen, der Kipplaster. Und der ist saumäßig teuer. Das hat mir auch nochmal vor, dann habe ich mir nochmal anderes angeguckt. Also wenn wir da aufrüsten wollen. Wir könnten es uns mit der Special-Unze, sag ich, wie ich es nenne, gerade so leisten. Also wir müssten trotzdem noch mit Kredit, also wir müssten da schuften wie die Irren, und das ist für mich ja nur ein Spiel und kein sonst was Real-Life-Mist. Ich werde es weitermachen, ja, aber ich muss überlegen, wie ich das weitermache. Und da könnt ihr mir auch helfen. Wollen wir so machen, dass wir oder dass ich euch einfach nur Dinge im Spiel zeige, wenn ich diese habe, besitze? Oder wollen wir darauf hinarbeiten? Ne? Das ist jetzt so die Frage. Wie wollen wir es machen? Da könnt ihr auch sehr gerne einen Kommentar jetzt unter diesem Video schreiben. Es sollte jetzt auch. Und ne? Weil wenn ich das im Let's Play immer so. Ihr seht, wie lang die erste und zweite Folge. Gut, in der ersten Folge war noch mit Abwechslung, weil wir noch gekauft haben und aufgebaut haben. Aber in der zweiten Folge habt ihr gesehen, wie langatmig das schon war. Und ich verspreche euch, selbst wenn wir große Maschinen haben, das kenne ich aus dem Singleplayer, ihr sitzt hier mittlerweile, ne? 27 Stunden. Es ist sehr langatmig, das Spiel. Zum Let's Playen eher ungeeignet, meiner Meinung nach. Natürlich, wir wollen es euch zeigen, ne, ist klar. Und deswegen auch eher so die Frage, ob ihr, wie ihr es haben wollt. Sollen wir auf die Sachen hinarbeiten? Gut. Dann schauen wir, dass wir da so ein bisschen was machen. Und dann überlege ich mir was. Oder wollen wir es so machen, dass wir einfach, oder dass ich dann einfach vorspiele. Was auch schon hirnrissig ist und einfach nur Maschinen zeige und dann so voranschreiten im Spiel, im Let's Play, ist jetzt eure Sache zu entscheiden. Ich würde es weitere vielleicht sogar eher noch bevorzugen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Sonst nichts weiter. Weil das Problem ist, wie gesagt, als Let's Play-fähiges Spiel ist es zu lange. Es ist einfach zu lange. Es ist kein Endlosspiel, aber es verhält sich wie ein Endlosspiel, wisst ihr? Das, ne? Irgendwann hat dieses Jahr auch mal ein Ende normalerweise. Und ja. Dann war es das von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen verständlich rüberbringen, was auch so mein Problem ist, warum jetzt die zweite Folge keine offizielle Folge kommt. Zweite Woche keine offizielle Folge kommt, so. Und ja, dann ja, hoffe ich, euch hat es gefallen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und jo, schaut doch mal woanders in die Let's Plays rein. Das wäre sehr nett. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Eventuell bei Gold Rush, vielleicht ja auch nicht. Man weiß es nicht. Aber dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.